Schön, dass ihr wieder dabei seid. Erstmal wollen wir uns schnell mal bedanken bei euch, dass das alles so toll läuft hier mit dem YouTube-Kanal und dass ihr so fleißig unsere Videos guckt. Dementsprechend hat Mama wieder was ganz Tolles vorbereitet. Ja, genau. Wir haben unseren Gillo vernäht. Material verlinken wir euch in der Infobox, sodass ihr direkt auf den Internetshop gelangen könnt. Es gibt ihn in wunderschönen Farben, zeigen wir gleich nochmal. Ist ein Baumwoll-Mix-Strick mit ein bisschen Elastan. Lässt sich super verarbeiten und das kann wirklich auch jeder. Und ich habe mir gedacht, weil aber nicht jeder eine Overlock-Maschine hat, zeige ich euch an diesem Modell einmal, wie er sich halt auch verarbeiten lässt ohne Overlock, weil das geht tatsächlich auch richtig gut. Ich habe mit Overlock genäht, weil ich noch ein Sweater gemacht habe. Ich bringe gleich mal hier oben in die Ecke das Schnittmuster von der Mama. Das ist nämlich ein Onion-Schnitt. Meiner ist ein Otto-Bre-Schnitt von vorletztem Jahr aus einer Zeitschrift. Zeige ich auch gleich nochmal. Und dann einmal gerade die Farben, her damit. Wunderschönen Türkis, einer meiner absoluten Lieblingsfarben. Das ist ja deiner. Meiner, finde ich auch toll. Zwischendurch mal ein bisschen Streifenhörnchen. Auch hübsch, gell? Finde ich auch schön. Weiter Streifen. Auch schön. Ist jetzt nicht so ganz mein Farbton, aber das wäre schön. Auch noch meiner hier. Ja, meiner auch. Wunderbar. Rosé. Der Strick von der Mama. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Traut euch ran, es ist nicht schwer. Wir nehmen euch mit. Genau. Gefällt euch das Video? Bitte lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr wirklich keins unserer Videos mehr. Wer noch nicht abonniert hat, vielleicht macht ihr das. Unsere kleine i-Tüpfelchen-Gruppe wächst ganz fleißig. Genau. Ja. Und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn man auch irgendwo ein Feedback bekommt. Aber ihr seid ja fleißig dabei, deswegen ran an die Maschine. Wir machen jetzt Break und wir nähen los. Beginnen. Super. Ja. Schritt 1. Als allererstes vom Vorder- und vom Rückenteil die Schulternaht vernähen. Schritt 2. Jetzt wird der Ärmel eingesetzt. Damit das alles schön passend ist, hat jedes Schnittmuster einen Knipser oben für die Schulternaht und einen Knipser im vorderen Teil. Genau dort bringt ihr das aneinander, verteilt das Ganze schön gleichmäßig und dann wird es genäht. Schritt Nummer 3. Jetzt wird die komplette Seite hier gesteckt und dann genäht. Achtet darauf, dass ihr hier die Achselnaht erstmal zusammensteckt, damit auch das wieder ganz gleichmäßig wird. Ihr seht im Video gleich, dass die Mama wieder dabei geht, um diese ganze lange Partie einmal abzusteppen. Wie ihr das macht, seht ihr gleich im Anschluss.
Schritt 4. Die Kapuze ist dran. Steckt euch die Kapuze einmal wunderbar, wie ihr seht, hier die Teile rechts auf rechts aufeinander. Dann wird es wieder genäht und damit auch das schön aussieht, wird das Ganze abgesteppt. Ihr legt das zu einer Seite, beide Nahtzugaben, und steppt es von oben wieder mit dem langgestellten Zickzackstich entlang. Schritt Nummer 5. Jetzt wird die Kante oben von der Kapuze eingeschlagen und abgenäht. Aber bitte schaut vorher erstmal in euer Schnittmuster rein. Einige Schritte sind an anderen Schnittmustern anders. Wir haben es erst eingeschlagen, abgenäht, damit man oben einen schönen Abschluss hat. Einmal nachlesen. Schritt Nummer 6. Jetzt wird die Kapuze oben dran genäht. Damit auch das wieder passend ist, hat die Kapuze wieder ein Passzeichen für die Schulternaht auf beiden Seiten. Dann wird das rechts auf rechts dran genäht, wieder mit dem Elastik-Zickzack. Und somit habt ihr die Kapuze schon mal am vorderen Rückenteil.
Schritt Nummer 7, damit alles so wunderschön sitzt, wie bei der Frau Mama, und sich auch wirklich die Kanten gar nicht ziehen oder wellen, haben wir hier für euch, zeige ich euch in der Infobox, und ich blende auch nochmal ein Bild ein, ein Streifen geschnitten von der Gewebeflieseline. Das wird vorne mit eingebügelt an die Kante, sowie auch an den Saum. Und dann könnt ihr alles miteinander verarbeiten. Die folgenden Schritte danach wieder nachlesen, bitte in eurer Schnittanleitung. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir haben dann vorne das Ganze einmal abgesteppt. Ich darf einmal gerade die Mama ausziehen. Und wie ihr seht, die Mama liebt Pink. Natürlich. Oben habt ihr auch einen Beleg an eurem Schnittmuster dran. Hier ist auch Flieseline drin. Da schauen wir nach, damit das auch ordentlich sitzt. Ich muss einmal gerade korrigieren. Es war kein Beleg. Ich liebe Belege. Deswegen habe ich einen Beleg geschnitten und habe den gegengenäht, damit eben halt dann diese Halsausschnittnaht von der Kapuze toll aussieht. Ansonsten ist ganz oft ein Beleg bei Jacken mit dabei. Also, so macht ihr das genau, dass das dagegen genäht wird, und das wurde auch nochmal schön von außen abgesteppt, schön gleichmäßig. Ihr habt so unendlich viele schöne Ziernähte an euren Nähmaschinen. Nutzt sie doch mal und nicht immer nur die Overlock.
Also, wir möchten gerne ein Feedback. Hat euch das Ganze gefallen? Mehr davon Daumen hoch. Und wir möchten auch einfach mal ein paar genähte Bilder sehen von euch. Ja, bitte. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.